Wir hatten ein Haus in der Geisinger Straße am Viadukt, der wurde Tag und Nacht bombardiert. Und immer Alarm, Voralarm, Alarm, und dann fielen die Bomben. Wir hatten einen Keller, einen gewölbten Keller, den hat mein Vater mit Stützen abgestützt. Und am 23. März 1945 fiel eine Bombe direkt vor unser Haus. Das war zerstört, da war kein Dach mehr, kein Fenster, nichts mehr. Es war unbewohnbar. Wir standen da und die Flieger flogen. Und wir hatten ein Grundstück auf der Lug, im Südhang von Bietigheim, mit einem Gartenhaus. Und da sind wir nachts hinaufgezogen und haben dann wieder ein Bett geholt. Meine Eltern haben im Gartenhäuschen gewohnt, gehaust, und ich im Geräteschuppen, hatten mein Bett hinein, und unten waren die Hühner in dem Schuppen. Und da haben wir 10 Wochen gewohnt, gehaust, weil da bis der nach Kriegsende, und das war kein Honigschlecken, gell? Und wir hatten auch einen kleinen Bunker, einen Stollen, von einem Baum, der ausgegraben war. Da hat mein Vater ein Dachle drüber gemacht, und wenn Alarm war, sind wir in dieses Bunkerle hinein und haben die Flieger über uns fliegen hören.